Hallo, wir sind Merle und Florian und studieren an der Dr. Buhmann Akademie im 5. Semester Sport- und Eventmanagement. Und im Rahmen des 96 Anschlusstalks der neuen Presse treffen wir uns heute auf einen OSAF mit Sven-Sören Christoffersen. Hier beim OSAF-Talk mit Sven-Sören Christoffersen. Die erste Frage, ihr seid jetzt schon etwas länger in der Vorbereitung. Wie zufrieden sind Sie mit der Mannschaft und den jungen neuen Spielern vor allen Dingen? Vorbereitung ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit den Spielern. Leider Gottes ist einer unserer Spieler verletzt. Das ist natürlich der einzige Wermutstropfen, ein Stück weit. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung sind aber sehr vielversprechend. Am Ende des Tages ist Vorbereitung aber immer noch Vorbereitung. Es geht jetzt am Sonntag für uns los. Da ist der Auftakt in der Bundesliga und da wissen wir dann genau, wo wir stehen. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Alfred Jönsson ist ja verletzt, wie Sie gerade gesagt haben. Wie wollen Sie darauf reagieren? Mit jungen Spielern oder tut sich da noch was auf dem Transfermarkt sogar vielleicht? Ja, das ist bei uns im Handball ein Stück weit entspannter und wir sind auch so aufgestellt, dass wir einen Erweiterungskader haben aus Nachwuchsleuten, die wir sukzessive auch in den Kader mit einbauen wollen. Und wenn man dann in so einem Erweiterungskader steht, dann ist man eben jetzt auch dran, ins kalte Wasser zu springen und seinen Teil dazu beizutragen. Und wir werden das auf jeden Fall mit den uns zur Verfügung stehenden Spielern lösen. Alles klar. Ihr seid ja jetzt im Pokal weitergekommen und spielt jetzt in der nächsten Runde gegen die SG Flensburg-Handewitt, den deutschen Meister. Hättet ihr euch lieber ein besseres Los gewünscht, ein leichteres, oder freut ihr euch auch über die Chance, den deutschen Meister zu schlagen? Ja, wir sind ja ehrgeizige Sportler und wir sehen die Herausforderungen in dem Ganzen. Dass wir natürlich auch noch, das muss man dazu ja auch noch erwähnen, auswärts spielen ist dann nochmal ein besonderer Hebel. Die Wahrscheinlichkeiten und Favoritenrolle ist, glaube ich, geklärt. Das liegt bei Flensburg. Aber wir werden es versuchen, ihnen so schwer wie möglich zu machen. Und am Ende des Tages muss man mal gucken, wie souverän sie an diesem einen Tag dann auftreten. Ja, wir hoffen natürlich alle, dass ihr weiterkommt. Wie sieht es aus mit der Platzierung dieses Jahr? Ihr seid letztes Jahr leider nur 13. geworden, auch aufgrund vieler Verletzungen. Maid Patrei war verletzt, ein wichtiger Spieler. Was denkt ihr, kann dieses Jahr drin sein und wie wollt ihr oben wieder angreifen? Wir haben uns jetzt, Maid zum Beispiel ist jetzt zurückgekehrt, ist gerade, das sieht man, hat einen großen Wert für uns im Abwehrspiel. Wir bauen das sukzessive auf, aber wir haben halt bewusst auch junge Spieler dazu genommen. Wir wollen wieder mehr Tempo spielen und natürlich auch den Blick ganz klar nach oben richten. Wir orientieren uns Richtung Top 10. Im Idealfall kommt ein einstelliger Tabellenplatz dabei heraus, aber da hat der liebe Gott die Arbeit davor gesetzt und insofern müssen jetzt erstmal 34 Spiele gespielt werden und dann sind wir alle ein Stück weit schlauer. Ja. Letztes Jahr sind wir, wie gesagt, leider nur 13. geworden. Hat es Ihnen da in den Fingern gejuckt, einfach auch nochmal einzugreifen und zu sagen, ja, ich spiele jetzt doch nochmal in der Abwehr im Innenblock ein bisschen mit und hau da nochmal die Leute ein bisschen? Meine körperliche Konstitution war leider nicht mehr so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich wäre da eine große Hilfe. Und wenn, wäre das wahrscheinlich auf wenige Minuten beschränkt gewesen, weil der Körper dann gesagt hätte, so jetzt nicht mehr weiter. Also natürlich zuckt es in einem, aber man muss das realistisch einordnen. Irgendwann sind die Jungs dann auch einfach, die täglich trainieren, da anders konstituiert. Und insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr einfach weniger Zucken bei mir auslösen und wieder schöne Ergebnisse für uns und unsere Zuschauer erwirken können. Ja, ich wünsche für die Saison alles Gute und vielen Dank für den Talk. Sehr gerne.